In liebevoller Erinnerung an Horst Hiemer, 87. Mit tiefem Bedauern und großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Hiemer, einem herausragenden deutschen Schauspieler und Dozenten, der uns am 6. Juli 2023 für immer verlassen hat. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Welt der Kunst und des Theaters, aber vor allem in den Herzen derjenigen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten. Horst Hiemer begann schon früh, seine Leidenschaft für die Schauspielkunst zu entdecken. Mit seiner außergewöhnlichen Begabung und seinem charismatischen Wesen faszinierte er das Publikum auf unzähligen Bühnen im In- und Ausland. Seine Präsenz war einzigartig und seine Darbietungen zeugten von seinem tiefen Verständnis für die menschliche Natur. Neben seiner bemerkenswerten Karriere als Schauspieler war Horst Hiemer auch ein geschätzter Dozent, der sein Wissen und seine Erfahrung großzügig mit aufstrebenden Talenten teilte. Als Lehrer war er geduldig, einfühlsam und inspirierend. Viele seiner Schülerinnen und Schüler erinnern sich dankbar an seine unermüdliche Unterstützung und seine ermutigenden Worte, die ihnen halfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Horst Hiemer wird nicht nur wegen seines künstlerischen Talents und seines Beitrags zur Theaterwelt in Erinnerung bleiben, sondern auch als außergewöhnlicher Mensch, der mit seiner Güte und seinem Humor die Herzen der Menschen berührte. Er war stets bescheiden und hatte eine warmherzige Ausstrahlung, die Menschen in seinen Bann zog. Mit seinem Tod verlieren wir nicht nur einen talentierten Künstler und engagierten Lehrer, sondern auch einen Freund und Mentor. Horst Hiemer wird für immer in unseren Erinnerungen weiterleben, durch die vielen Geschichten, die er auf der Bühne zum Leben erweckt hat, und durch die Liebe und Inspiration, die er uns allen geschenkt hat. In diesen dunklen Stunden der Trauer und des Abschieds wollen wir uns an die Freude erinnern, die Horst Hiemer in unsere Leben gebracht hat. Lassen wir seine Leidenschaft und sein Erbe in uns weiterleben, indem wir unsere eigenen künstlerischen Träume verfolgen und die Schönheit der darstellenden Künste schätzen. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die von Horst Hiemers Verlust betroffen sind. Mögen sie Trost in den Erinnerungen finden, die er hinterlassen hat, und in dem Wissen, dass sein Vermächtnis weit erlebt. Horst Hiemer, du wirst immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden.